Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu dem höchstwahrscheinlich Finale von Let's Play Shin Megami Tensei Digital Devil Saga. Ich bin es, euer MC Mafix. Wir müssen erstmal unsere Fähigkeiten anpassen. Das wäre definitiv nicht schlecht. So, was steht an? Tju, einiges. Wir müssen nun, nachdem wir beim letzten Mal hier den nächsten optionalen Bossfight besiegt haben, reicht es jetzt auch erstmal mit optionalen Bossen. Wir haben hier gegen Yamato Orochi, glaube ich, hieß er, gekämpft. Eine riesige Schlange, die ziemlich gemein war. Und wir konnten sie irgendwie bezwingen. Nun steht noch eine Sache voran. Und zwar, wir müssen ein für alle Mal den Karma-Tempel auslöschen. Und wir haben den Karma-Tempel ja bis zur Spitze, haben wir ihn beschritten. Es war ein langer, langer, anstrengender Weg. Aber irgendwie konnten wir es schaffen. Und nun bleibt noch eine Herausforderung. Und zwar die Frage, was hier los ist. Wer ist Sarah? Ist Sarah wirklich der Teufel? Oder ist sie vielleicht etwas anderes? Sie will uns doch helfen, so wie ich das verstanden habe. Eins ist sicher, Antworten bekommen wir nur, wenn wir kämpfen. Wir haben einen langen, langen Weg hier verschritten. Ich bin schon wieder 20 Minuten in diesem blöden Dungeon hochgelaufen. Oh, das ist ziemlich nervig, hier hochzulaufen. Und deswegen werden wir hier nun von allem immer unseren stärksten Zauber hinlegen, Mann. Damit wir immer noch gewappnet sind für sowas. So, bei dir Feuer, Feuer, komm. Feuer, Feuer, Feuer. Hier mit einer Fire Amp, Mann, damit du auch richtig raushaust. Alles raushaust am besten. Wir brauchen hier wirklich null Physik. Haben wir beim letzten Mal freigeschossen. Ach, Fire Amp hast du schon. Ice Resist braucht man. Chakra bekommen wir. Extinctioner machen wir mit. Void Physik tun wir mal lassen, oder? Debilate. Okay. Maragdine. Agidine. Okay. So. Dann mit ihr. Ich brauche eine Wind und eine. Ich habe keine Ahnung, was uns halt erwartet, Mann. Deswegen will ich gleich mal alle Fähigkeiten ausrüsten, ne? Die Frage ist, ob das natürlich eine gute Idee ist, aber hey, was? Wann haben wir schon jemals gute Ideen, Mann? So, ich kann natürlich noch Matarazi, aber ich kann Terradyne. Heavy Damage on all Earth, Mann. Das hört sich gut an. Dafür machen wir den, Magic Repel ganz sicher nicht. Null Element brauchen wir auch. So, gut. So, ich habe jetzt hier Sunnydyne, eine Heavy Attack und eine Heavy Earth Attack. Das reicht. So, zack, zack, Null Element. Magic Repel kommt nach unten. Samikran kommt da hin, okay. Na, so. Dann haben wir 0 Element, 0 Nerf. So, da kommen noch zwei Sachen hin. Ich will einen Force Boost drin haben. Mir fällt gerade auf. Oh, an die 0 Element habe ich. Ich dachte, sie ist jetzt hier nicht gegen Force Attack geschützt. Das wäre natürlich sehr doof. So, dann haben wir hier noch den Force Boost. Wenn ich ihn natürlich finde. Force Amp will ich eigentlich haben. Force Amp, okay. Dann nehmen wir noch Earth Boost hin. Habe ich ja Earth Amp? Ich habe auch Earth Amp. Komm mal machen. 0 Nerf, weg, okay. Euch, ja, lass mal so, wie ihr seid. Im schlimmsten Fall können wir sie einsetzen. So, wir haben einen Chakra-Borg, wir haben das da. Wir haben aber keinen Heilspruch mit. Doch, wir haben Midirama, okay. Du hast keinen Midirama, aber ich habe noch einmal jetzt einen Wiederbeleber. Das ist natürlich doof. Und ich habe nur noch 5 Wiederbelebungs-Item. Ich hoffe, das reicht. Ich bete, dass das reicht. Wir speichern jetzt nochmal. Und dann, Leute, beginnt wahrscheinlich der finale Kampf, Leute. Wir haben schon mit allen vorher geredet. Es war ein langer, langer, anstrengender Weg. Aber unsere Reise nähert sich so langsam dem Ende. Wir haben das ganze Junkyard erobert. Leid, Trauer und alles andere mit ansehen müssen. Wir wissen immer noch nicht, was wir los sind, außer dass wir einmal gestorben sind und in eine Welt zurückkehren wollen, die uns ausgelöscht hat. Um Fragen Antworten auf die vielen Fragen zu bekommen, gibt es nur eine Möglichkeit. Und zwar voranzuschreiten und die Sache ein für alle Mal zu beenden. The defenses are getting noticeably stronger. If you continue, then we probably won't be able to return back. I'm ready. So am I. So, I'm sure Heat, Agila and Zilo feel the same way. Let's go, Surf! Lass uns gehen und Sarah retten! Okay, ich dachte mir, wir gehen jetzt irgendwie ganz episch irgendwo hin, aber okay, gut. Topmost Level, Mann. Und kann ich jetzt wirklich nicht mehr zurückgehen? Okay, ich kann echt nicht mehr zurück. Alter, Leute, schaut euch das an. Wir sind jetzt über den Wolken. Der Himmel wird rot. Leute, ist Sarah wirklich der Teufel? Helfen wir hier dem Dämon Priest persönlich? Oder ist hier vielleicht doch jemand anders? Antworten werden wir nun hoffentlich endlich erhalten. Angel! I know you're here!
The shell has finally cracked open. You caused me quite a bit of trouble. If I go back, will you leave the junkyard alone? I do not like wasting time. Do you really think I'd agree to that? Knowing what I plan to do through you? No! I can't do such horrible things! Please go! Impressive, but you are the only remaining cyber shaman. It took 5 years to perfect the virus, but you can already use it with ease. However... I do not like wasting time. This wasn't easy to find. You care that much? Since you show no signs of regret, I'll make this simple for you. Seraphita. Die Welt wird ausgelöscht. Ein Virus. Wir kennen ja ein Virus, das ist natürlich das Abmahierzeichen. Aber das ist der Angel. Also dieses Wesen, was wir zuvor gesehen haben, war nur so eine, ja, so eine Verkörperung von ihm, ein Illusionsbild. Aber das ist der wirkliche Angel. Was hat die gemeint? Zurückkehren? No. The junkyard is disappearing. Our comrades are still down there. Warte, wir müssen das verändern, Mann. Okay, we're really in trouble now. If you don't hurry, then we'll be erased too. Lauf. Laufen müssen wir. Is this also Sarah's doing? I trust Sarah. I can't think of anything else with enough power to do such a thing. Or are you suggesting someone as powerful as Sarah is responsible? Jemand, der genauso mächtig ist wie Sarah, wird unser Feind sein. Das wird sicher alles anders leicht, aber Leute... Wir werden nicht wanken, wir werden nicht zurückfallen, wir werden da hochgehen, diesen Angel besiegen, wer es auch immer sein mag, was für eine Macht es auch immer sein mag, die wirklich hier göttlich ist, aber wir werden es besiegen, komm. Sarah's in trouble, can't you tell? Und deswegen machen wir, wie Sita natürlich einmal toll gesagt haben, ich habe zwei Köpfe, ich muss doppelt so viel devoren. Jetzt wird es Zeit zu testen, wie ein Engel schmeckt. I'll do anything you say. Please, don't delete them! Sarah! Is that... Angel? Thank you for coming. I intended on bringing you back, but plans have changed. This matter no longer concerns you, so why don't you be good little children and leave? We've had enough of your damn orders! We're taking Sarah to Nirvana. So get your snobby bitch ass out of the way! Stop them.
are you doing to us, Sarah? I'm glad that we could say goodbye. Don't. You can't. Please stay back. Stay where you are, sir. Beautiful. To survive, you devour others. A demon epitomizes karma in its simplest form. That should not be wasted. But your hopes and beliefs are utterly worthless. We shall see the maturation of the seed I have sown in you! Bring it on! Und möge der finale Kampf beginnen. Mazidai New Combo, oh, ziemlich geil, okay. Alter, das sieht jetzt gar nicht mal so anspruchsvoll aus. Okay, wir fangen einfach mal mit Buhudain an. So, schauen wir mal gleich mal, was du drauf hast. Bam! 250 hätte mehr sein können. Debilate! Okay, also Leute, eine hammergeile Karte, die man zum Ende wird hier nochmal richtig, richtig spektakulär, Mann. Immer mal ein Gegner, auf den ich mit all meinen Fähigkeiten draufhauen kann, das finde ich schon mal geil. Ach, Tarot-Kette. Das ist natürlich auch so, Mann. Solche Gegner habe ich immer sehr lieb. So, okay. Erstmal schön draufzaubern, Mann. Es dauert ja immer eine Weile, bis die Gegner ihre fiesen Moves rauspacken. Es ist ja immer so. So, Zenithal, okay. Oh. Ich dachte, es kommt der Insta-Death-Attack. Schau dich an, wie eine Schachfigur sieht sie aus. Oh, und jetzt kommt die böse Seite. Oh. Oh mein Gott. Okay, das sieht schon ein wenig spekulärer auf. Wer ist aber zum Beispiel die Hölle dieser Angel? Also. Oh, Genesis. Und das mit physischer Attacke. Ja, ich will nicht. Ich schild ja physischer Attacke, stimmt ja. Mit Heat ist mir das ja sowas von scheißegal, Mann. Okay. Habe ich. Ich habe nicht Void Physical gemacht. Doch, ich habe Void Physical gemacht. Ich hätte zwar Drain Physical gemacht, ich bereue schon wieder, dass ich es nicht ausgerüstet habe, aber das ist moderat, Mann. Ich weiß zwar nicht, was du für Attacken drauf hast, aber... Ja, Zenithside, Mann. Mach, Mädel. Das, wisst ihr, wieso dieser Fight eigentlich aktuell noch nicht so schwer ist? Also, sie wird noch wahrscheinlich 30 andere Formen haben. Aber aktuell ist er ziemlich nett, weil der Werte, die Wertefrau Gegnerin, ich mache jetzt mal Medi ran, nur ein Angriffsbalken hat. Nicht so wie sonst immer, dass sie 20 Züge hat. Okay, was kommt jetzt? Ja. Jetzt sind wir doch wieder am Anfang, oder? Krasse Sache. Okay. Okay, also, wenn wir immer ein bisschen viel Leben abziehen. No effect, natürlich. Dann wechselt sie einfach wieder zu ihrer ursprünglichen Form zurück. Übrigens, es war eine verdammt coole Cutscene. Wollte ich nur nochmal festhalten, Mann. Das war echt eine großartige Cutscene, Mann. Oh nein, nicht Hungerwelt. Eat. Song of Grace. Sarah, dein wunderschönes Lied, Mann. Vielen Dank. Sarah, komm. Zusammen schaffen wir das schon, Mann. Du bist mächtiger als dieses Vibe-Stück. So, wie sieht es eigentlich mit physischen Attacken aus? Okay. Hey, ist die überhaupt was gegen was immun, Mann? So kenne ich ja meine Bosse in dem Spiel gar nicht. Normal sind alle Bosse gegen alles immun. Okay, jetzt wird sie wieder ihr Gesicht schwarz. Ja, ist das jetzt ein Endloskreis, Mann? Die ist doch unbesiegbar, oder? Ich sehe das doch schon. Komm, Mann, das ist so ein Dreck. Oh. Okay, kann ich mitleben. Shield ich nehme ich. Bu. Zack, komm. Buffudine. Agidine.
mit der Amp, Mann. Macht der Schaden. So, 700 Schaden. Und nochmal hier. Alter, wir sind überlevelt. Impressive. But it ends here. You shall not escape this purgatory. Leute, ich glaube, jetzt legt sie los, Mann. Alter. Alter. Alter, Falter. Egal wie groß sie sind, egal wie stark sie sind, wir werden uns nicht bezwingen lassen. Sodala. Okay, ich glaube, ich sehe schon, was das ist. Jeder Stein ist ein Elementstein, so wie ich das jetzt hier sehe. Wir machen jetzt einfach mal Bufodein, obwohl das ziemlich doof ist. Genau, einer reflektiert das, dachte ich mir fast. Aber, okay, also, Elemental Core. Scheiße, sie beschwert sie wieder. Okay. Ich habe zwei Züge, was auch ziemlich ätzend ist, Mann. Das ist... Was ist ein weißer Stein? Fragt mich nicht. A physical repulsion. Okay. Jo. Okay. Okay. Wir machen auf den da. Bufodein. Zack. Und auf den hier. Maragidein. Also, okay. Sofort gesehen, Mann. Sofort... Ah, scheiße. Der ist nicht down, Mann. Schlecht, schlecht, schlecht. Da muss ich Sunnydein auf den machen. Bam. Okay. Ey, okay. Ihr Zug beschwört sich immer diese Elementkerne. Wenn es hier schon Elementkerne heißt, ist ja ziemlich logisch, dass jeder nach einem Element ist. Was ist das? Was ist ein goldener Stein? Was ist das für ein Element, bitte? Oder ein Erdstein? Earth Repulsion. Okay. Also jeder Stein? Blackos, Alter. Meinst du nicht ernst? Alter, nein, 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 nein. Oh, Cursed Ex, Mann. Du Bitch, Mann, so. Okay, es ist ein Erdstein. Das heißt, ich mache Mabubu auf für deinen. Muss dann ein Anti-Curse-Item hinschmeißen, okay. Alter, instant tot. Genau, genau, genau. Wieso auch nicht, Mann? Drecks-Curse, Mann. Debilate erstmal. So. Aber dafür habe ich ja Samerakam. Wie ist es? Sie hat doch nur einen Zug. Schau dir mal an, sie macht den Stein. Also, sie macht jede Runde einen neuen Stein. Und ich versuche die natürlich so gut wie es geht zu zerstören. Ja, okay, das ist ein Sunnydein-Stein, glaube ich, oder? Ein Electric, okay. Das heißt einfach mit einer Eisattacke drauf. Ja, genau, mach dir Kunde, Mann. Ach, scheiße. Lass mich aber auch nicht mal dich angreifen hier. Das finde ich fies, Mann. So. Bam. Okay. Ich glaube, die hat noch ein, zwei fiese Tricks im Ass. Ich muss unbedingt verhindern, dass sie diese Steine weiterherstellt. Weil aktuell ist es so noch moderat. Aber ich sag auch extra aktuell, Mann. So. Bufodein. Bam. Alter, 716, Mann. Leute, ich habe das Gefühl, wir sind überlevelt, Mann. Aber wenn wir optionale Bosse schon angehen, dann wäre das auch schlimm, Mann. Okay, das ist ein Windstein. Das ist definitiv ein Windstein. Also jeder Stein hat ein Element, ist immer von einem beschützt. Und den muss man einfach auswählen. Oh nein, nicht Vanity. Was ist Vanity? Okay. Oh, die hat so viel negative Statusveränderung, Mann. Das ist echt schlimm, Mann. So, Bufodein. Zack. Dann nochmal Debilate dahinter. Komm schon. Oh, Leute, wieso hatte ich eigentlich nicht schon viel früher in diesem Spiel Debilate? Und dann nochmal Bufodein hinterher, Mann. Genau, Mann. Komm, es können 1000 Schaden machen, ne? Alter, 851, Mann. Ha! Ist ein moderater Kampf bis jetzt. Aber ich weiß noch nicht. Ich glaube, die hat so Instant Death Attacks noch drauf, Mann. So, das ist ein weißer. Das ist. Okay, Physical. Hauptsache, du stellst keine Steine, die... Oh nein, ich hänge weg. Das könnte sehr ärgerlich werden. Okay, es trifft immer nur Heat. Na, 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 na. Danke, Sarah Meadle. Du bist awesome. Solange sie keinen Stein herstellt mit Anti-Eis, ist alles gut. Wenn mit Anti-Eis, dann muss ich einen Zug mit Serf aussetzen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. So, jetzt nochmal Debilate.
Okay, das reicht jetzt auch. Dann aussetzen und Bufodine. Einfach nur Ice Attacks, Mann. Das soll. 1000 Schaden, Mann. Wow, 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 wow. Wie, du machst jetzt, dass alle deine Statusveränderungen weggehen. So, bitte kein Eisstein. Ach, jetzt macht sie genau einen Eisstein, ne? Ja, das ist ein Eisstein. Okay. Ein Eiswürfelchen. Scheiß drauf. Ja, Standardattack. Damit kann ich sehr gut. Also, sie macht nicht so viel schlimme Attacken, Mann. Und besonders, da ich mein Schild habe mit Heat. Das ist natürlich auch so, Mann. Ach! Alter. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Ich hätte jetzt hier irgendwas machen sollen. Das war jetzt sehr doof von mir. Oh, jetzt habe ich meine beste Angriffschance versaut. Also sie ist... Resisted... Bitte kein Elektrostein. Das ist halt... Jetzt genau, Mann! Bitte. Oh. Alter, jetzt macht der nochmal Buffalo hinterher. Genau, Mann. Okay, aber sie macht nicht viel Schaden. So, jetzt. Anti-Mute. Auf Heat. Heat. Bitte, ich verlasse mich auf dich, dass der Marudine reicht, um die beiden zu besiegen. Scheiße. Nicht mal einen. Das ist sehr ärgerlich. Da muss ich den Sunnydine erstmal kaputt machen. Mit Grip Pal kann ich, aber das bringt mir auch nichts. Mach mal den Wasserkern erstmal kaputt. So. Okay, das ist doof, mit Heat anzugreifen, Mann. Also, solange sie einen Elementstein hat, kann man mit dem Element nicht angreifen. Okay, und natürlich versucht sie gegen jeden Element einen Stein zu machen. Mann, ich komme nicht dazu, sie anzugreifen. Jetzt habe ich viermal Debilate auf sie gemacht. Jetzt habe ich die beste Chance. Jetzt macht sie schon wieder einen Eisstein, Mann. Und Hunger Wave hinterher, Mann. Genau, mit Leg los. Damit kann ich sehr gut leben. Dieser Song of Grace. Danke, Sarah, Mädel. So, okay. Langsam wird der Kampf doch ein wenig unschön. Hunger Wave, Mann. Hunger Wave. Was für ein scheiß Move, Mann. Okay. Dann... Passen wir. Marugidai. Dann ist der Blitzstein weg. Der ist sicher weg. Dann Zenidine. Und jetzt Bufodine. Hör auf, Eiskristalle zu erstellen. Alles andere kannst du ja machen, aber keine Eiskristalle, Mann. Hahaha, 1199. Wie, du machst einen Eisstein. Mach einen Feuerstein, aber kann ich sehr gut legen. Das sieht nach einem Feuerstein aus, oder? Ja. Okay, jetzt sind wir wieder halbwegs besser dran. Aktuell schlagen wir uns nicht schlecht, Mann. Aktuell schlagen wir uns halbwegs akzeptabel. Nein, 20 Sekunden. Genau jetzt, wo ich jetzt richtig angreifen wollte. War so klar, Mann. Aber es ist mir eh alles wurscht, Mann. Ich setze jetzt erstmal hier meine besten Items ein, Mann. Ende des Spiels, Mann. Setz mal alles ein, was wir haben. Soma. Heat. Wo versteckst du mal deine Items? Will ich wirklich ein Item essen, was du erstmal aus deinem Magen rausholst? Ich glaube eigentlich nicht. Ich könnte natürlich auch Magic Repel machen, wäre natürlich auch nicht schlecht, aber wir setzen aus und machen Bufodine. Ganz entspannt, immer schön Bufodine. Zack. Ich sehe aber irgendwie nicht, ob sie schwächer wird oder nicht, Mann. Aber mit dir, hätte sie jetzt nicht die Kaya auf sich gemacht, Mann, dann wäre das so optimal gewesen, Mann. Hätte man so geil angreifen können. So. Das ist ein Erdstein, der ist sehr schön. Es darf nur kein Eisstein sein, solange ist alles gut, Mann. Und sie darf nicht immer Heatwave machen. So. Und schon wieder geblockt. Leute, physische Attacken blocken und auf die anderen beiden, dass sie Magie blocken. Optimal, verdammt nochmal. So. Debilate. Aussetzen. Vielleicht auch, wir haben uns fast noch gar nicht geheilt. Also da war selbst der Kampf gegen King Frost der schwerer, Mann. Okay. Alles noch im moderaten Bereich. Jetzt macht sie wieder... Na, es ist ein Blitzstein. Es ist ja nur nervig, wenn ein Blitz und ein Eisstein ist, weil dann muss ich wirklich mit Surf eine komplette Runde ein aussetzen. Na, es ist ein Wasserstein. Chit, 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 chit. Blood Curse, genau. Wieso habe ich kein Anti-Death-Schild? Scheiß auf zwei Charaktere. Und nur 419. Es wird immer schlimmer, Mann. Marugidine. Und der Stein ist down. Und das nächste ist jetzt hier schnell ein Item. Was habe ich hier? Ich habe nicht zufällig ein Item, was alle heilt, oder? Dann machen wir Discurse erstmal auf ihn. Okay. Beschwör dich im Eissteine, Mann! Ich habe kein Eis. Das ist so schlimm, Mann. Ich kann sie nicht mit Bufodine sonst vernünftig angreifen, Mann. Okay.
Aber es bleibt uns anders übrig so. Ja, jetzt macht sie nochmal Blackers. Wieso hat man keinen neuen Death Hub? Oh, Glück gehabt. Okay, kann man vergessen. Die Kaja bringt mir auch nichts. Die Kunda bringt mir auch nichts. Medirahan will ich jetzt auch nicht machen. Wir passen. Dann schmeißen wir ein. Jetzt muss ich sehr viel Glück haben. Ein Dis Curse. Genau. Wäre es natürlich sehr doof, wenn sie mich jetzt instant tötet. So, und dann Sunnydine. Und bitte Sunnydine, reich um den zu töten. Sehr gut. Und dann kann ich Bufoudine hinterherhauen. Dieser blöde Blood-Curse, Mann. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob wir hier schon viel Leben abgezogen haben. Ich glaube, also die ersten zwei Formen, die sie hier hatte, die sie zweimal einfach angenommen haben, die waren ja okay. Aber das da, boah. Hat definitiv was drauf. So, bitte kein Blood-Curse. Mach alles außer Blood-Curse, Mann. Das ist mir, mach von mir das Hunger-Wave und zu zweitem... Moment, die können auch jetzt nehmen. Okay. Sehr schön. Dann, Mabufudine. Zack. Dibilate. Jetzt läuft's sehr gut wieder. Midirahan hochheilen. Ganz wichtig, jetzt wird's mal wieder hochheilen. Und jetzt schauen wir erstmal. Wenn sie wieder keinen Blackcurse macht, dann sieht's jetzt sehr gut aus. Weil jetzt haben wir sie zweimal geschächt. Und jetzt kommen wir richtig schön auf sie draufhauen. Hab ein Herzspiel. Aber ein mini kleines Herz. Okay, ein. Damit kann ich super leben. Mann, Windstein finde ich super, Mann. Jetzt werde ich, macht sie wieder, dass sie keine negativen Statusveränderungen bekommt. Ich weiß es doch. Ah, Attack. Sehr schön. Sehr schön. Bufoudine. Bam. Und damit ist Angel besiegt. Und was wird nun aus Sarah werden? Werden wir endlich mal ein paar verdammte Antworten bekommen? Ich hoffe es. Impossible. What you've done! No, everything will disappear. Nothing can stop it! Two!
Und so wie es aussieht, haben wir damit Shin Megami Tensei Digital Devil Saga abgeschlossen. Ich bin jetzt ein wenig enttäuscht, Mann. Ich wusste zwar, dass es ein zweiteiliges Spiel ist und... Aber komm, Leute, das ist ja komplett unbefriedigend, Mann. Ich meine, Mass Effect 2 und Mass... Warte, ist auch nur eine Hinleitung auf Mass Effect 3, aber trotzdem hat man sich am Ende gefühlt, yes! Und hier? Okay, alles wird ausgelöscht. Alles, auch unsere Freunde, die mir irgendwann mal geholfen haben, okay? Und das war's dann irgendwie. Und dann werden wir in ein Licht gesaugt, Sarah fällt nach unten, wir fallen nach oben, wir fliegen irgendwo komplett woanders hin und das ist es, Mann. Und wir wissen nicht... Ach, wir wissen eigentlich gar nichts. Wir wissen immer noch nicht, was genau dieser Virus ist. Was das für eine Welt ist, okay, es ist Purgatory, die Vorhölle. Und es ist unsere Möglichkeit, irgendwie nach einer Warnung zu kommen. Wer hat uns hier hingebracht? Was ist eine Cyber-Schamanin? Wodurch sind wir gestorben? Was ist die Beziehung von Gale und Angel? Angel war ja die Person, die Gale immer in seinen Träumen gesehen hat. Wieso haben wir Lupus Kind und den von dem einen Typ, der gesagt hat, bitte grüß Amalia oder so, nicht gefunden? Was ist Nirvana? Ist es wieder die normale Welt oder ist es der Himmel? Wieso mussten wir uns gegenseitig umbringen? Was war dieser Virus? Und wer zur Hölle ist diese scheiß Katze? Und wieso hat Zilo immer noch so coole Rasterlocken? Und wieso konnte sie nicht einfach in einen fliegenden Vogel verwandeln und uns einfach alle retten, Mann? Der kann doch fliegen. Ich bin ein wenig unbefriedigt, storytechnisch, Mann. Ein wenig sehr sogar. Im Endeffekt sind wir genauso schlau wie vor dem Bossfight. Außer, dass wir gar nicht mal so harten Bossfights hatten. Aber wir waren überlevelt. Das muss man auch mal so klipp und klar sagen. Das war jetzt nicht allzu schwer, der Fight. Und ja, ich bin zumindest froh. Aber, Leute, nichtsdestotrotz, Digital Devil Saga ist ein großartiges Japaner-Rollenspiel, Mann. Aus einem Franchise, was doch hin und wieder mal übersehen wird, aber definitiv zu den ganz Großen des Japaner-Rollenspiels und überhaupt der Rollenspiele zählen sollte. Shin Megami Tensei. Mein erstes richtiges Spiel, natürlich neben hier der Persona-Serie, die natürlich um einiges bekannter ist, im Westen besonders, ist es wirklich ein großartiges Franchise, Mann. Ach Leute, Mann, ich bin jetzt so heiß drauf, ich könnte direkt Digital Devil Saga 2 spielen. Ich habe das Spiel wirklich in einer echt geringen Zeit durchgespielt, Mann. Knapp 40 Stunden, also boah, Leute, wenn ich mir überlege, 40 Stunden, Mann, dafür habe ich bei Dings dabei, Tokimiro Assassin, was auch ein fantastisches Spiel ist, habe ich da 3 Monate dafür gebraucht, um auf die Spielzeit zu kommen. Und hier, es hat mir so viel Spaß gemacht, Mann. So, kommen wir mal, bevor wir zur Story kommen, zu der Welt, Mann. Ich finde einfach, Mann, apokalyptische Dinge sind nicht immer, was ich unbedingt bevorzuge. Das liegt einfach an der ganz einfachen Tatsache, dass das oft einfach nur ein Setting ist, um Geschichten in einer anderen Welt zu erzählen. Sagen wir es einfach mal so. Wenn wir sowas wie Fallout anschauen oder Borderlands oder wie auch immer, was halt immer so endzeitmäßig ist. Es ist einfach nur, okay, wir sind am Ende der Welt und machen hier krass Action, Mann. Wenn es zu wenig Spiele gibt, die wirklich dieses Setting, was eigentlich ziemlich geil ist, benutzt, um eine echt gute Geschichte zu erzählen, wo es ums Überleben geht, um sowas. Machen viel zu wenige Spiele. Und wenn es welche sind, dann sind es irgendwelche Multiplayer-Spiele. Aber so richtige Singleplayer-Erlebnisse, da würden mir im Endeffekt wirklich fast nur Metro einfallen, Mann. Also die Metro-Spiele, die großartig sind natürlich. Die Metro 2033 und Last Light. Die Bücher sind übrigens noch ein Stück besser. Sollte man auch mal gelesen haben. 35 ist dieses Jahr rausgekommen. Großartig. Und es überzeugt wirklich durch diese düstere, dramatische Welt, Mann. So ein ganz kleines Detail, Mann, nämlich, dass es das ganze Spiel regnet. Auf einmal hört der Regen auf. Es ist nur so etwas, was einem gar nicht mal so direkt auffällt, weil es regnet immer, okay. Ja, mein Gott, es regnet halt immer. Und man vergisst es einfach. Und dann, als er weg ist, ja, fällt es einem erst auf, Mann, wie lange einen das begleitet hat. Das Leben ist einfach so unglaublich gut düster dargestellt in dieser Welt, wo sich gegenseitig alle abschlachten muss und das einzige Sinn ist, ohne zu wissen, wo man herkommt, was man genau ist, ist einfach nur sich gegenseitig töten, Mann. Und wie grausam das auch immer klingt, Mann, das macht doch das Spiel einfach so großartig, dass man nämlich nach Antworten sucht, die unsere Leute nämlich selbst nicht wissen. Auch und immer versuchen, irgendwie nach der Wahrheit hier zu streben, Mann, das ist toll. Ich hätte mir zwar noch ein bisschen mehr gewünscht, dass nochmal ein bisschen mehr auf die Charaktere bezogen worden ist, aber ich hoffe, das wird im zweiten Teil natürlich noch ein bisschen mehr dann aufgeklärt, weil im Endeffekt wissen wir, okay, Adjilla, das ist die Krieg hasst, und Friedmark Heat ist der bisschen, der immer, hey, sagt, töp mal alles, und das war ein harter Kampf. Und dann im Endeffekt hier, aber irgendwie viel für Sarah empfindet, Surf ist der, der immer, macht und irgendwie Sarah ihn liebt. Oh, 3x-Beziehung, wird schon nicht gut. Silo, das ist einfach der Rosterman, der hat irgendwie nicht allzu viel Persönlichkeit. Und dann halt noch Gale, der irgendwie eine Frau vermisst und wie sich herausstellt, ist diese Frau Angel. Und wer ist überhaupt Angel, Mann? Diese Frage wurde auch nicht beantwortet. Was ist eine Cyber-Schamanin?
Kommen, gehen wir lieber mal weiter, bevor wir auf Fragen hier Antworten auf Fragen suchen, die wir eh nie bekommen hier in diesem Spiel zumindest. Das Gameplay ist fantastisch, Mann. Es ist knüppelschwer, es ist, so wie ich das gehört habe, für einen Shin Megami Tensei noch moderat. Moderat ist natürlich relativ. Es ist ein sehr hartes Spiel, man muss unglaublich viel grinden, Mann. Das ist kein Spiel, wo ich so larifari durchlaufe. Man muss viel grinden, man ist dazu gezwungen. Und im Normalfall meine ich sowas auch nicht, Mann. Aber ich hatte ja wirklich Spaß, Mann. Das Grinden geht immer. Man musste zwar viel grinden, aber es ging halt auch voran. Sowas, was ich aktuell bei Tokumira Assassins wirklich hasse, nämlich, dass das Grinden so ultra langsam geht. Aber du musst grinden. Und das ist immer was, was mich sehr nervt, Mann. Grinden muss in jedem Rollenspiel drin sein. Aber solange es immer noch Spaß macht, weil man immer einen Fortschritt hat, ist das toll. Im Endeffekt, dieses Ausrüsten von... Oh, kriegen wir nochmal eine kleine Cutscene? Einen kleinen Ausblick auf Digital Devil Saga 2? Presented by Atlas. Und jetzt komm, gib mir noch einen minimalen Ausblick. Einen ganz kleinen Ausblick auf Digital Devil Saga 2. Are you ready for the real world? No? No. No, no, nein! 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 Schließen wir kurz den Gedanken zum Gameplay ab, dann kommen wir zu dem, was hier geschehen ist, Mann. So, haben wir nochmal die finale Spielzeit? If a safe existing data will be overridden, yo. Jetzt sehen wir nochmal hier die finale Spielzeit, die wir haben. 42 Stunden und 14 Minuten. Damit kann man, würde ich sagen, leben. Ja, Leute, Mann. Das Gameplay war großartig, es war richtig motivierend, immer hier neue Ränge zu machen, man hatte immer neue Fähigkeiten gehabt und man wurde wirklich richtig powerful. Wir haben jetzt gesehen, um ehrlich zu sein, wir waren überlevelt im Boss, in Vollfight, das muss man so sagen. Aber, hey, es hat einfach Spaß gemacht, immer wieder stärker zu werden und neue Ränge zu bekommen, das hat echt großartig Spaß gemacht. Dieses Turn-Press-System, was wir hatten, hat großartig funktioniert, das ist wirklich ein ultra simples Kampfsystem, wie auch ich es in Persona schon mal gesagt habe, es ist so simpel und trotzdem so genial. Und es hat durchweg Spaß gemacht. Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr wirklich die Chance bekommen, auch Silo und Gale in die Party reinzutun, weil das bekommen wir nicht, Mann. Man hat viel zu wenig Macker in diesem Spiel, um wirklich jetzt so auszuleben, dass man jeden Charakter overpowered macht. Aber trotzdem, das Gameplay war wirklich vielleicht der beste Punkt an dem ganzen Spiel, Mann. Und ich bin jemand, der eigentlich Story immer über Gameplay setzt, da ist das wirklich ein Statement. Und nur noch zur Grafik will ich noch Technik will ich noch ein paar Momente sagen. Cell Shading hält sich immer gut und das Spiel sieht ehrlich gesagt heutzutage auch immer noch schön aus. Design von Dungeons ist scheiße, aber das ist Shin Megami Tensei üblich, man. Die sind halt einfach sehr strikt, wenn ich noch einmal ein Gully-Level machen muss. Ich hänge mich auf. Aber dafür war Charakter immer wieder wunderschön. Das ist etwas, wo, ich weiß gerade nicht den Namen, aber der Designer von Shin Megami Tensei immer sich sehr viel Mühe gibt und das hat man hier auch wunderschön gesehen. So, Probleme gibt's nur, ich habe ja hier die PS3 gespielt, dass es manchmal so Soundeffekt-Aussetzer gibt. Das haben wir auch bei dieser Stelle gesehen, wo ihr hier Seraph den Angel angegriffen habt. Das ist einfach so kurz der Ton ausgesetzt ist. Ziemlich blöd, das ist auch im Original nicht, aber hier in der PS3-Version. Aber hey Leute, nichtsdestotrotz, man konnte sie nicht holen, weil hey, 5 Soundeffekt-Fehler, das ist kein wirklich allzu großer negativer Punkt. Zur Story. Die Story ist gut, mich stört es, dass Seraph eben nichts sagt. Dass er eben keine Stimme hat. Ich finde sowas ist komplett unnötig. Ich will mich nicht in die Rolle von Seraph reinfühlen. Ich will nicht Seraph sein in dieser furchtbaren Welt. Ein paar mehr Entscheidungen hätte ich noch mir gewünscht. Aber ich hoffe, die Entscheidungen, die wir gemacht haben, werden irgendeine Auswirkung in Digital Devil Saga 2 haben. Das allein dann finde ich das schon großartig. Charaktere gibt es zwar nicht zahlreich. Und auch wenn es wirklich jeder einzelne ein Schema-F-Typ ist, mit der Ausnahme von Silo, ist jeder Charakter trotzdem auf seine Art großartig. Schema-F heißt nicht immer schlecht, solange eine wirkliche Geschichte zu erzählen hat. Und ich hoffe, diese Geschichte wird im zweiten Teil weitergeführt. Es
Shin Megami Tensei Digital Devil Saga ist etwas, was davor noch nicht in diesem Franchise drin war, nämlich eine wirkliche wichtiger Teil, nämlich, dass die Story einen sehr wichtigen Teil einnimmt. Das gab es zwar auch davor, aber auch mit dieser Präsentation, das gab es zuvor noch nicht, Mann. Mit Cutscenes, mit einer großartigen Vertonung und sehr viel vertonten Szenen, ist das Spiel wirklich Bombe, Mann. Es erzählt eine gute Geschichte, die zwar jetzt nicht unglaublich ausführlich ist und halt durch sehr viel Grinden runtergezogen wird, aber es erzählt eine gute Geschichte, die man sicher in 30 Stunden durch hat. Wir haben uns 40 Stunden Zeit gelassen, Mann. Es ist ein Spiel, wo man wirklich jetzt, wenn wir noch alle optionalen Bossfights gemacht hätten, locker 50 Stunden unterbringen konnten. Und hey, was will ich mehr von einem Spiel? Stören tut natürlich, dass es ein offenes Ende ist und dass ich mir wirklich den zweiten Teil kaufen muss. Ich habe ihn mir schon gekauft, Leute. Und irgendwie auch spielen werde. Und ich hoffe wirklich, dass sich einige Sachen, die wir hier erreicht haben, in den zweiten übertragen lassen. Ich habe gehört, es gibt so ein Safe-Game-Import. Ich weiß noch nicht, was es bringt. Zu der letzten Cutscene, Mann. Mann, oh Mann. Wir sind in die Nirvana, in die wirkliche Welt wiedergekommen, haben gesehen, dass ein Mond oder eine schwarze Sonne da ist. Also die Welt eine Apokalypse ist. Also wir von der Apokalypsenwelt in eine wirkliche Apokalypse gekommen sind. Und nun im Endeffekt von schlimm zu schlimmer sind. Wir sind alleine gestrandet, alle Menschen sind tot. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Um es auf den Punkt zu bringen, ich bin heiß darauf, Digital Devil Saga 2 zu spielen. Und das erste ist wirklich ein Rollenspiel, was definitiv von jedem, der ein bisschen härtere Rollenspiel und viel Grinding steht, spielen sollte. Es ist ein großartiges Spiel mit einer super Präsentation. Ich hätte mir ein, zwei Cutscenes vielleicht mehr gewünscht, einige Gespräche mehr und das Herz ein Protagonist mit einer Stimme wäre, einige mehr Entscheidungen, aber nichtsdestotrotz die Story überzeugt durch einige interessante Wendungen, tolle Charaktere, wunderbare Charakterisierung, die hoffentlich ins zweite noch übertragen wird, einem fantastischen Kampfsystem, was so gut funktioniert und vielleicht nur in Persona 4 noch besser funktioniert hat. Es war ein großartiges Kampfsystem, wo das Grinden Spaß gemacht hat. Das, was am Rollenspiel eigentlich am meisten stört, hat hier Spaß gemacht und das alleine ist schon etwas, für was man das Spiel respektieren muss. Soundtrack ist gut, es ist wirklich ein großartiges Rollenspiel und Leute, unser Abenteuer wird weitergehen. Werden wir Sarah finden? Was ist eigentlich aus Sarah da geworden, die aus dieser Blase da wiedergekommen ist? Werden wir unsere Antworten bekommen? Was ist eine Katze? Wird Zillow das herausfinden? Oder wird die schwarze Sonne oder dieser schwarze Mond uns verschlingen? Eins ist sicher, unsere Reise geht weiter in der Welt von Digital Devil Saga. Ich verabschiede mich nun aber erstmal. Ich war's, bin es und werde es auch immer sein. Euer MC Mafix. Bis zum nächsten Let's Play Projekt. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.